Hallo sehr und herzlich willkommen zum neuesten Video hier auf dem Kanal. Ich stehe und der Grund dafür ist ein besonderer Anlass. Ich will nämlich heute über die Spiel des Jahresverleihung reden, beziehungsweise heute fange ich an, über das Kinderspiel zu sprechen. Dann wird es ein Video geben zum Spiel des Jahres und dann natürlich über das Kennerspiel des Jahres. Und warum mache ich das? Eigentlich war ich der Meinung, brauchst es. Ganz viele Kanäle machen da Videos zu, die dann gefühlt durch alle Spiele durchgehen, die das ganze Jahr über veröffentlicht wurden. Und ich rede ja nur über kooperative Spiele. Und gerade da haben ein Freund zu mir gesagt, gerade deshalb ist es ja interessant. Und da habe ich gedacht, okay, vielleicht ist es ja interessant. Und deshalb will ich einfach mal drüber reden. Und so einfach ist es gar nicht. Denn ich will schon diese Regularien oder die Gedanken, die die Spiel des Jahresjury hat, den möchte ich schon mitverfolgen. Und auch wenn das manchmal noch nicht so passt, für wen dieser Spiel denn dieser Preis eigentlich gedacht ist, das auch mit berücksichtigen dabei. Und auf der anderen Seite aber so eine Prämisse mit reinnehmen, die einfach essentiell ist, sonst brauche ich darüber nicht zu reden, sondern dass wir davon ausgehen, okay, es geht nur um kooperative Titel, denn das ist der Grund, warum ihr hier seid und das ist das, worüber ich wirklich auch reden kann. Genau, also kooperative Spiele. Das ist die eine Prämisse. Die andere Prämisse ist, ich nehme das Ganze hier Anfang Mai auf und am 8. Mai, also der ist jetzt noch, der noch nicht passiert, wenn ich dieses Video aufgenommen habe, schreiben nämlich meine Abiturienten Geschichtsabitur und dann werde ich die nächsten zwei Wochen keine Zeit haben, groß Videos zu produzieren, weil das einfach dann vorgeht. Und deshalb weiß ich nicht, wann dieses Video online geht. Vielleicht geht es auch nach dem 22. Mai online. Der 22. Mai, wenn ich richtig geguckt habe, ist der Stichtag für die Nominierung. Das heißt, das habe ich hier alles noch nicht berücksichtigt. Das heißt, ich weiß auch noch gar nicht, was insgesamt dabei rausgekommen ist. Das ist wichtig für euch noch zur Einschätzung. Gut, ja, wollen wir anfangen mit den Kinderspielen. Aber vorab noch mal so ein bisschen kurz darüber gesprochen. Der Spiel des Jahrespreis. Für wen ist der gedacht? Und da kommt es ja oft zu Missverständnissen. Ich glaube, die meisten Leute, die den Kanal hier gucken, sind wie ich Vielspieler oder die gerade dazu werden. Und für die Leute ist eigentlich dieser Preis gar nicht primär gemacht, sondern dieser Preis ist gemacht, um neue Leute in das Hobby zu bringen. Und auch, ich sage es immer so ein bisschen für Freunde erklärt, wenn Oma, Mama, Papa auf die glorreiche, ganz tolle Idee kommen, ihren Kindern was zum Geburtstag zu schenken oder zu Weihnachten, dass sie in den Laden gehen können und dort, wo dieses Spiel des Jahres Siegel drauf ist und sei es nur unter den Nominierten, dass sie sich da verlassen können, eigentlich ein gutes Spiel zu kaufen, ohne dass sie sich viel mit Spielen beschäftigen. Das ist eigentlich erstmal der Grundgedanke, in meinen Augen, der Spiel des Jahrespreis. Dass das ganze Ding irgendwie auch ein Lobbypreis ist, obwohl die Leute natürlich, die dort in dieser Jury sitzen, die aus irgendwelchen journalistischen Standards ausgewählt werden, so what, ja, und dass man manchmal das Gefühl bekommen hat, alle Verlage waren auch so mal ein bisschen bedient. Mag alles sein, das wollen wir hier nicht weiter kommentieren, beziehungsweise ich weiß es auch nicht, ob das so ist. Ich glaube, die Leute, die dort in der Jury sind, sind schon Leute, die wirklich gut Ahnung haben. Und ich will nicht tauschen, das ist ja ein Ehrenamt auf der einen Seite, das heißt, sie kriegen die Rätsel-Exemplare, klar. Aber Geld, soweit ich weiß, kriegen sie nicht dafür. Und sie müssen natürlich auch ganz schön viel Sachen spielen, auf die ich überhaupt keinen Bock hätte. Also von daher, Chapeau, dass man sich diese Sachen nimmt. Dieser Preis, aber wie gesagt, der ist nicht gedacht für die Vielspieler. Da ist der Deutsche Spielepreis in Essen schon spannender, weil das ist ein Abstimmungspreis, aber der hat andere Probleme. Aber da wollen wir jetzt nicht weiter drüber fasseln. So, wir reden heute über die Kinderspiele. Und ich habe einige Kinderspiele dieses Jahr gespielt. Dabei nehme ich natürlich nur Titel, die ich auch wirklich selber gespielt habe. Das heißt, da ich nicht alles, so wie die Spiel des Jahres-Jury gefühlt zugeschickt bekommt, ich also selber eine Auswahl treffe, beziehungsweise natürlich auch Rezensionsexemplare, aber die ich gezielt angefragt habe, kann ich natürlich nur über die reden, aber nichtsdestotrotz ist es für euch, glaube ich, eine ganz wichtige, was heißt wichtig, ein guter Hinweis. So, eine Anmerkung noch und dann können wir wirklich loslegen. Was darf denn eigentlich nominiert werden? Ich habe jetzt nicht immer auf den letzten Tag geguckt, wann das Ding nominiert wird, aber innerhalb von ja, Mitte 2022 bis März 2023, das ist so irgendwie der Stichtag dieses Jahr. Und an sich nur Retail-Spiele, also die wirklich in den Laden gekommen sind. Ich habe ja auch viele Kickstarter-Spiele, die habe ich jetzt hier nicht mit reingenommen, weil die auch immer nur, wenn sie in Deutschland in den Verkauf kommen, also sie müssen irgendwie frei verfügbar im Handel sein, im deutschen Handel, um nominiert zu sein. Und das machen wir. Und wir machen auch eine Shortlist, das heißt Titel, die ich grundsätzlich erstmal empfehle. Mit denen fange ich auch an, erzähle ganz kurz was dazu. Und dann nenne ich euch meine drei Nominierten und wir machen das aber hier nicht nur Tahubabu, erst die Nominierten und irgendwie Wochen später den Sieger. Nein, ich sage euch auch den Sieger am Ende des Videos. Ist doch was, oder? So, legen wir los. Die Shortlist. Ich nehme mal einen Titel, der eigentlich für mich ein Spiel des Jahreskandidat wäre, aber die ersten Teile der Reihe sind bereits 2021 erschienen, steht zumindest hinten drauf. Nehme ich diese, ihr wisst, wenn ihr meinen Kanal verfolgt, die Bücher, die ich sehr mag, von Boardgamebox. Hier die Odyssee der Oneros, das ist einer der neueren.
mein erstes Abenteuer. Das sind Choose Your Own Adventure Spiele, die wirklich eine geile Idee haben. Wir gehen hier rein und die Kinder, wenn sie noch nicht lesen können, spielt ihr es halt mit ihnen zusammen. Wenn sie lesen können, können sie es super selber entdecken. Treffen halt Entscheidungen. Die erste Entscheidung, die getroffen werden muss, ist, mit welchem Charakter möchte man spielen? Und ja, es führt einfach toll in diese Welt der Choose Your Own Adventure. Ist total motivierend. Mein Sohnemann liebt es total. Und deshalb für mich auf jeden Fall eine Empfehlung, gehört auf die Shortlist. Aber es ist halt kein... also die Reihe gibt es halt schon. Und deshalb glaube ich, wäre sie normalerweise beim Spiel des Jahres nicht mit berücksichtigt. So, dann haben wir der Abenteuerclub bei Pjatnik erschienen. Ich finde Pjatnik, die fallen oft so unter den Radar, die machen aber schöne Familien- und Kinderspiele. Und Abenteuerclub, dort habt ihr insgesamt 12 verschiedene Abenteuer drin, die man auch theoretisch wieder spielen kann. Grundsätzlich geht es darum, jedes Abenteuer besteht aus 5 Kapiteln und ihr müsst durch diese Kapitel euch ja durcharbeiten oder kämpfen, wie man sagen möchte, um halt ja in diesem Deduktionsspiel, also es ist ein Kinderdeduktionsspiel, diesen Fall, wie er gemacht ist, lösen zu können. Finde ich ein super Preis-Leistungs-Verhältnis auch, aber das ist jetzt kein Kriterium für das Spiel. Ich finde es halt auch wieder schön, ein schönes, geschichtsgetriebenes Deduktionsspiel, wovon es ja viele für Erwachsene auch gibt. Und dieses Spiel führt sehr schön für Kinder in diese Welt hinein. So, ein anderes Ding, was vor allem mit geilem Material überzeugt, ist Carla Caramel. Wir sind hier in einer Eisdiele und ich meine, ist das schon mal ein geiles Thema für Kinder. Und müssen Eis herstellen, bevor es schmilzt. Ist ein total simples Spiel und das ist immer natürlich immer der Punkt, wenn wir gerade Abenteuerclub haben, das ist ab 8 Jahren. Carla Caramel ist ab 4, ja, hat mein Sohn auch schon mit 3 gespielt und meine Tochter findet es auch schon sehr witzig mit 2. Also das könnt ihr auch schon früher spielen. Das heißt, hier muss man natürlich sagen, von der Komplexität ist das natürlich eine ganz andere Nummer als manch andere Titel, die ich euch hier vorstelle. Aber schönes Material, haptische Sache dabei und halt auch diese Entscheidungsfindung für Kinder hier mit fördern. Wann setze ich wo das Eis ein? Und ja, wie schaffe ich, dass die möglichst schnell an die Kinder kommen, ohne dass es schmilzt? Und apropos tolles Material, ich finde, das macht auch oft was her, oder ist auch nicht ganz unwichtig, nämlich Hänsel und Gretel bei Hochspiele im Deutschen erschienen. Ein taktisches Legespiel. Also wir haben das Hexenhaus in der Mitte, welches, ja, ich kann es ja hier mal hinhalten, auch wirklich schön gemacht ist. Man muss aber sagen, es ist hauptsächlich ein grafischer Aspekt, denn wir laufen im Uhrzeigersinn um das Hexenhaus rum und dürfen nicht von der Hexe erwischt werden. Dabei legen wir Süßigkeiten aus. Wenn wir 5 Süßigkeiten komplettiert haben, dann haben wir das Spiel gewonnen. Der Trick dabei ist, jede Runde legt jeder von uns einen Teil halt an. Und die Punkte, die dann außen zeigen, das sind die Bewegungspunkte. Lila läuft die Hexe vor, grün und rot Hänsel bzw. Gretel. Und wir dürfen nicht gefangen werden, aber was auch ganz interessant ist, wir dürfen auch nicht zu schnell sein und halt dann immer so legen, dass nie Lila außen liegt, denn wenn wir die Hexe auch einholen, gehen ja im Uhrzeigersinn rum, dann haben wir auch verloren. Ja, schönes Kinderspiel. So, dann gab es dieses Jahr, letzter Titel der Shortlist, die also auch empfehlen kann, eine Neuauflage im kooperativen Gewand von Das verrückte Labyrinth. Und was ich so schön daran finde, ich habe als Kind Das verrückte Labyrinth, wir hatten das selber nie, hatten aber Freunde von uns, ich habe das dort immer sehr gerne gespielt und fand das ein cooles Spiel, auch ein lustiges Spielprinzip. Und hier ist es gut gelungen, das in ein kooperatives Gewand reinzupacken, mit einem tollen Material. Ja, und wir haben an sich Das verrückte Labyrinth mit ein paar Regelanpassungen grundsätzlich, so mit einem vielkettigen Einsatz. Ich muss aber auch sagen, ich kenne das ganz alte, Das verrückte Labyrinth aus den 90ern. Es gibt vielleicht sogar noch ältere, aber ich kenne das aus den 90ern. Es kann sein natürlich, dass in den letzten Jahren da schon ein paar Sachen geändert wurden, die hier auch mit drin sind. Aber zumindest wurden im Vergleich zu dem alten verrückten Labyrinth schon ein paar Sachen mit angepasst für das kooperative Spiel. Ich glaube aber, und deshalb ist es jetzt auch nicht unter den Top 3, auch wenn es viel Spaß macht, dass es nicht weit genug weg ist vom Original und deshalb keine Nominierung auch bekommen hat. So, gehen wir über zu den 3 Nominierten. Also die Shortlist sind alles Titel, die ich auch empfehlen kann, aber die Nominierten sind dann nochmal unter verschiedenen Gründen, die ich gleich nennen werde, ein bisschen spezieller. Fangen wir an, wir haben jetzt schon ganz viel über tolles Material gesprochen und Irrgarten der Magier, das überzeugt vor allem mit tollem Material. Wir haben ein Riesending hier, was wir aus der Box herausbauen, deshalb habe ich auch gerade hier nur den Deckel da. Und haben einen Magneten. Einer hält oben den Magneten und der andere Spieler bewegt unten die Figuren. Wir müssen uns synchronisieren, also synchrone Bewegung, also viel Absprache. Das mit einem Echtzeitaspekt. Also bei Kinderspielen ja auch immer so ein Aspekt, nicht nur Spaß auf der einen Seite, sondern auch irgendwie was
unterhalten, also was nicht unterhalten, sondern lernen, ja, so pädagogisch wertvoll. Und ich finde das schön, wenn das unterschwellig passiert in Spielen. Und das passiert hier sehr schön, nämlich Absprache und auch, was hier gefördert wird, auch für Erwachsene, was für mich auch immer wieder eine Herausforderung ist, nämlich Frustrationstoleranz. Denn gerade am Anfang läuft das noch nicht so ganz gut. Ja, und deshalb Material, die Idee, total witzig, ein schönes Ding, ein echter Hingucker. Und das ist ja auch immer nicht ganz unwichtig, wenn es um den Spiel des Jahrespreis geht. Dann ein anderer Titel bei Trefel erschienen. Ist immer leider ein bisschen schwierig mit der Verfügbarkeit des Spiels. Bei Amazon haben sie auf jeden Fall einen Shop. Also man kann es in Deutschland kaufen. Gibt auch hier eine mehrsprachige Version mit Deutsch. Der Spielplan selber ist sprachneutral. Worum geht's denn in dem ganzen Spiel? Spy Guy ist so eine Serie, glaube ich, auch aus Polen, aus dieser Traffic Family. Und ist ein Wimmelbuch-Suchspiel. Ein Wimmelsuchspiel. Also wir suchen Sachen, so wie wir es ja auch gemacht haben hier. Wie heißt es bei Micro Macro? Genau, was ja auch ein Spiel des Jahres, aber zumindest nominiert war auf jeden Fall. Ich glaube, es war auch das Spiel des Jahres. Das heißt, die Dinger sind ja allgemein total in. Und das ist eine Kategorie, und deshalb finde ich es auch so besonders toll, das macht allen Spaß, die mitspielen. Ein Wimmelsuchspiel, wir ziehen eine Karte und dann müssen wir bestimmte Sachen hier suchen. Je nachdem, wie oft wir das gefunden haben, innerhalb von sehr wenig Zeit, also auch Echtzeitaspekt, dürfen wir unsere Figur voranbewegen und den wir verfolgen, den Bösewicht, der bewegt sich so viel, wie auf der Karte angegeben ist. Und wir müssen ihn bekommen, bevor er entkommt. So, eigentlich simples Konzept, aber es macht so viel Spaß. Riesending, wenn ihr das auslegt, jetzt mal messen, 1,40 Meter oder so ist das Ding lang, kann man super auf dem Fußboden spielen. Und das macht auch Erwachsenen Spaß. Das ist ja immer ein ganz wichtiger Punkt bei Kinderspielen, finde ich, dass die Erwachsenen sich nicht langweilen. Deshalb spiele ich das immer wieder gerne, auch mit meinem Sohn. Und er findet das genial und er liebt es. Wir haben es schon oft verschenkt. Also Spy Guy ist für mich deshalb halt auch auf der nominierten Liste. So, und dann haben wir noch zu guter Letzt, ich muss irgendwie gucken, dass ich mal Platz finde, Toco Island. Das habe ich auch noch nicht auf dem Kanal gezeigt, ähnlich wie das folgende Labyrinth, aber wird es bald auch was zu geben. Toco Island ist ein bisschen spät drauf gerutscht, denn eigentlich hatte ich wen anderes von der Shortlist hier mit drauf, aber Toco Island hat es nochmal zum einen mit tollem Spielmaterial, das sieht man gar nicht so toll hier hinten auf der Rückseite. Wir haben hier wirklich so eine Insel vertieft und wir haben ein Memory-Spiel. Denn wir nutzen Werkzeuge hier drüben, je nachdem, wann wir die Werkzeuge benutzen, aus welchem Bereich können wir einmal bis zweimal oder dreimal dann Sachen umdrehen und versuchen halt, passend zu den Karten, die wir hier halt haben, die passenden Schätze zu finden. Eigentlich ein total simples Konzept. Alle, die wir nicht in einem Durchgang finden konnten, müssen wir wieder verdeckt zurückgehen. Also erstmal Memory-Ding. So, Memory-Spiele haben wir genug. Aber was das Spiel schön macht und was ich sehr toll finde und sehr motivierend finde, ist, es hat so einen kleinen Legacy-Aspekt. Denn es gibt verschiedene Aufträge, die könnt ihr mit Schwierigkeitsgraden kombinieren. Es sind 3 Schwierigkeitsgrade und 4 verschiedene Aufträge, wo auch so ein bisschen historischer Hintergrund hinter verschiedene Persönlichkeiten kommt, der Geschichte, die halt bei Entdeckungsreisen ganz wichtig waren. Vor allem so, ne, Kartografierung etc. Tätig waren. Lamarck zum Beispiel ist mit dabei. Genau, und da kommen neue Herausforderungen mit dazu und ihr könnt euch Sachen freischalten für die späteren. Also wir haben so einen kleinen Legacy-Kampagnen-Aspekt drin, ne, der aber nicht so gezwungen ist wie in anderen Spielen, dass man jetzt so eine Kampagne spielen muss, sondern man muss es nicht spielen, aber es erweitert das System weiter. Das gefällt mir hier richtig gut, sehr motivierend und bereitet halt auch, und das ist ja immer so der Gedanke, den ich auch bei dieser Idee des Kinderspiel des Jahrespreises habe, es bereitet halt auch auf weitere Aufgaben im Brettspielbereich raus, um dann zu gucken, oh, was gibt's denn dort im Erwachsenenbereich? Okay, das sind also die 3 Nominierten. Toco Island, Irrgarten der Magier und Spy Guy. Was ist jetzt für mich der Titel, der in meinen Augen ganz subjektiv, und da muss man natürlich sagen, ist natürlich die Spiel des Jahres-Jury objektiver, weil es sind ja mehr und die beraten sich ja dann und entscheiden sich. Hier bin ich ja ganz alleine. Und für mich ist es, weil er auch der Titel ist, den wir so viel gespielt haben, am Ende, Trommelwirbel, Spy Guy. Ja? Denn für mich, was so der ausschlaggebende Punkt und der Grund, warum es immer wieder auf den Tisch kommt, diese Wimmelbuchsachen, die sind einfach super motivierend. Die sind sehr kinderorientiert. Kinder lieben Wimmelbuchsuchspiele. Also meine Kinder, wir haben so einen Kalender sogar für meine Tochter, die mit 2 mit dabei ist, das zu suchen. Das macht Spaß. Und das macht halt auch für Erwachsene mit Spaß, dieses Spiel zu spielen oder auch mit älteren Kindern. Steht insgesamt drauf, was steht am Alter dran? 5 Jahre plus, wie gesagt, mein Sohn hat das mit 4 bekommen. Wir haben das rauf und runter gespielt, seitdem ich das von der Spiel in Essen geholt habe.
Genau, also Wimmelbuch-Suchsachen sind halt sehr beliebt und das ist für mich der Grund, warum ich das hier zum Spiel des Jahres gekürt habe. Nichtsdestotrotz, die anderen Titel sind auch ganz hervorragend und alle, die auch auf der Shortlist stehen, kann ich euch total empfehlen. Zum Großteil davon habe ich auch Videos gemacht, also wenn ihr in die Regeln reingucken wollt, dann schaut dort einfach mal rein, wenn ihr sehen wollt, wie das Spiel sich ganz genau spielt. Ich verlinke euch auch unten die ganzen Sachen unten in der Videobeschreibung, sowohl zu BoardGameGeek oder wenn ihr sie kaufen wollt und den Kanal unterstützen wollt, dann über den Affiliate-Link. Vielen Dank darüber, habe ich für Amazon oder die Spieloffensive. Aber könnt ihr auch sonst wo bestellen, denn diese Spiele sind alle sehr zu empfehlen, ob für eure Kids oder zum Verschenken. Kann ich nur empfehlen. Ja. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von den Titeln haltet, ob ihr mitgeht mit Spy Guy, ob ihr schon gespielt habt oder ob ihr noch andere kooperative Titel habt, die im letzten Jahr vor allem erschienen sind, die hier noch fehlen. Da bin ich euch auch total dankbar und ich denke andere auch, denn ich habe sicherlich nicht alles abgedeckt, was es in der Zeit gab, aber ich habe das zumindest abgedeckt, was wir effektiv halt auch gespielt haben, was aus der Zeit ist. Ja, und deshalb bin ich auf eure Gedanken sehr, sehr, sehr gespannt, was es da noch so alles gibt. Beziehungsweise wenn die Verlage schreiben, ey, du hast unseren Titel vergessen, dann schreibt das gerne auch mit rein. Da hilft das Video ja nur, einen Überblick zu verschaffen. Gut, das war das erste Video zu den Kinderspielen. Ihr könnt euch freuen, bald kommt da noch ein Video zum Spiel des Jahres. Das ist wahrscheinlich für viele von euch noch wesentlich spannender. Und dann natürlich auch noch ein Video zum Kennerspiel des Jahres, was für mich der spannendste Teil ist, weil als Vielspieler geht man ja öfter doch in diesen Kennerspielbereich. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.